Hallo, Kurzhüse hier. OneNote hat unglaubliche Summer-Updates angekündigt und daher gibt es jetzt wieder Kurt Rocks News. Möchte mir da ein paar Dinge anschauen. Es ist noch nicht alles freigeschalten, aber ein paar Dinge möchte ich euch unbedingt zeigen. Also bei den Sommer-Updates sind einige Dinge da angekündigt worden und viele Dinge funktionieren auch schon. Es gibt jetzt die individuelle Verteilung. Ja, das hat es vor ein paar Wochen auch schon gegeben. Es gibt auch die Gruppenverteilung von im Klassennotizbuch. Das werden wir uns dann gleich anschauen. Und auch mehrere Seiten auf einmal können verteilt werden. Sektionen, also Abschnitte und Abschnittsgruppen und viele, viele andere Dinge, die sehr praktisch sind. Und darum schauen wir uns das kurz einmal live an. Also hier unterm Kursnotizbuch, ich habe hier ein Demo-Klassen-Notizbuch angelegt. Dort kann ich hier mal schon auswählen, neue Abschnittsgruppen verteilen. Das ist dann vielleicht sinnvoll, wenn man hier vielleicht ein Thema macht. Das sagt zum Beispiel hier Thema 1 und dann gleich eine Einleitung, dann vielleicht Übungsblätter, Abschluss. Das heißt, ich kann auf einmal ganz rasch so an alle meine Schüler Abschnittsgruppen und darin befindliche Abschnitte verteilen. Wir schauen uns gleich das Ganze an, wie schnell das funktioniert. Klick hier auf meine Leo Organa. Wir werden vielleicht auch noch einmal die Synchronisation ankicken und dann schauen wir hier, wie schnell diese Abschnittsgruppe hier verteilt worden ist. Im Hintergrund, das wissen ja schon die eingefleischten OneNote-Fans, sind das nichts anderes als Ordner bzw. einzelne OneNote-Dateien. Das heißt, hier hat sich Microsoft auch auf dieses Level begeben, um in diesem Level der Ordner und One-Punkt-Dateien diese Dinge zu verteilen. Okay, dauert ein bisschen länger. Kann aber auch an meiner Internetverbindung liegen. Schauen wir uns die anderen Dinge an, was es noch so alles gibt. Einstweilen, ich kann hier mittlerweile Seiten wunderbar verteilen an Gruppen. Das heißt, ich habe hier nicht nur die Einzelverteilung. Also ich könnte diese Seite jetzt zum Beispiel an nur den Luke Skywalker und die Leia Organa verteilen. Das ist schon bekannt. Hier sieht man schon die Abschnittsgruppe, die ist schon angelegt worden. Versucht es hier zum Beispiel unter Handzettel zu verteilen. Das ist auch kein Problem. Mittlerweile ist es auch kein Thema mehr. Man kann es auch schließen, weil es tatsächlich am Server verteilt wird. Das heißt, ich brauche nicht immer warten, bis das alles fertig ist. Wir sehen schon hier unter dem Thema 1 die Abschnittsgruppe und die jeweiligen erstellten Abschnitte sind wunderbar auch verteilt. Was gibt es noch? Wie gesagt, ich kann hier Gruppenverteilungen angehen. Das heißt, ich habe hier unter Gruppenverteilung jetzt die Möglichkeit, Gruppen von Schülerinnen und Schülern anzulegen. Ganz einfach und selbsterklärend. Neue Gruppe, wähle das Ganze mit einem Gruppennamen aus und sage dann, welche Schüler sind da drinnen. Ich habe hier zum Beispiel die Star Wars Gruppe schon ausgewählt, kann man dann immer auch wieder bearbeiten. Und somit kann ich ganz schnell nur diesen drei Schülern oder nehmen hier die Studentengruppe das Ganze verteilen in das Thema Handzettel. Und dann läuft das schon wieder im Hintergrund selbstständig weiter. Ja, und was gibt es noch? Ich habe hier auch die Möglichkeit ab sofort, das sind zwar Kleinigkeiten, würde man dann sagen, aber schon sehr mächtig. Ich kann hier diese drei Seiten auswählen mit Steuerungstaste oder Shift-Taste und hier dann die Seite verteilen an die jeweiligen Schüler. Also hier habe ich zum Beispiel diese drei Seiten werden sofort verteilt. Probieren wir das Ganze aus, hier zum Beispiel unter Einleitung. Und dann sieht man, dass hier eine Verteilung dieser drei Seiten automatisch im Hintergrund passiert. Und wenn das Ganze wieder verteilt worden ist, dann kommt es auch hier wieder rein. Es gibt da noch viele, viele andere Features. Ich switche da noch einmal zurück auf die Ankündigungen. Manche sind eben schon für Office Insider freigeschalten. Manche werden erst im Laufe des Sommers freigeschalten, aber diese kleinen und feinen OneNote Class Notebooks Ankündigungen und Verbesserungen, die erleichtern schon gewaltig jetzt das Leben in der OneNote App und zeigen, dass da auch ständig von der Microsoft-Seite immer wieder weiterentwickelt wird. Gibt noch ein paar andere Dinge,
die ich mir dann anschauen muss, sobald es und die ich mir anschauen werde, sobald es definitiv auch in meinen OneNotes funktioniert, wie zum Beispiel da ganz unten gibt es ein cooles Tool, die Mathematik Lehrende sicher lieben werden. Das heißt, ich kann hier nicht nur mittlerweile meine Mathematik Ausdrücke berechnen lassen, sondern ich kann mir auch mit einem Klick so Quizzes erstellen lassen. Das ist wirklich genial. Das heißt, hier ist Beispiel quadratische Gleichungen und dann hätte ich gerne ein Quiz mit vier ähnlichen Fragen und schon wird hier mit Microsoft Forms, wie man es sieht, wunderbar ein ähnliches Quiz dazu erstellt. Es sind auch viele Integrationen zum Thema OneNote und Teams angekündigt worden. Kleinigkeiten wie man bleibt auf derselben Seite, wenn man auch mal kurz im Team woanders hingeht. Das war jetzt immer so, dass man ja immer wieder zurückgewechselt ist zum Anfang vom OneNote Classbook und ein meines Erachtens sehr, sehr mächtiges Feedback ist und Neuerung ist es und das ist auch Feedback von Lehrern aufgebaut. Ich kann tatsächlich beim Erstellen von OneNote-Klassennotizbüchern in Teams auf andere Inhalte zugreifen. Das heißt, ich kann mir Dinge aus anderen Notizbüchern rauskopieren und das ist wirklich sehr praktisch, gerade für Leute, die schon sehr viel arbeiten, weil dadurch muss ich nicht immer wieder von vorne beginnen, sondern kann hier direkt bei der Erstellung schon, zum Beispiel aus der Content Library, wie es hier gemacht wird, Inhalte kopieren. Ein Feature, das ist hier ein bisschen klein dargestellt, ich hoffe, ich finde es da, wird im August kommen. Schauen wir mal, da gibt es, glaube ich, eine Ankündigung ein bisschen darunter. Da gibt es noch kein Bild. Das ist meines Erachtens ein sehr mächtiges Feature im Schulkontext. Publish Notebook, das heißt dann eben Make it Mine. Und das bedeutet, ich kann hier Notizbücher, ganze Notizbücher als Vorlagen verwenden. Und dann kann eben durch einen Link, so wie ich das da richtig verstanden habe, ein Besucher oder der diesen Link kennt, dieses Notizbuch in sein eigenes Office 365 OneDrive kopieren, also Make it Mine, wie es so schön heißt da. Und das übrigt oder ermöglicht unglaublich viele Szenarien. Ich denke jetzt da zum Beispiel an Vorlagen für interaktive Schulbücher oder irgendwelche Unterlagen, die dann vom Schüler oder von einem Lehrer dann selber weiter ausgefüllt werden. Also auf dieses Feature bin ich schon ziemlich gespannt und hoffe, dass das dann, da steht Late August, das heißt zum Sommerende wird es dann sicher vorhanden sein. Ja, wie gesagt, ein paar tolle Neuerungen, auch hier zum Beispiel diese New Notebox Creation Steps, also es gibt ein paar optische Zuckerl, würde ich das jetzt mal nennen, und man merkt hier, ist die Geschwindigkeit richtig hoch, mit der das OneNote Education Team an diesen ganzen Neuerungen arbeitet. Für die OneNote App noch einmal zum Hinweis, die OneNote 2016 Version, dort gibt es keine Updates mehr. Dort werden viele dieser Features einfach nicht mehr reinkommen. Es bleibt einfach ein Feature Freeze. Gut soweit. Werde mich in den nächsten Wochen wieder ein bisschen öfter melden mit meinen Quadrox News. Und hoffe, dass ich euch auch noch andere sensationelle Updates aus der Microsoft-Welt bieten kann. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.